Wir haben euch ja in den letzten Wochen auf dem Laufenden gehalten zum Thema allgemeiner Informationsaustausch von internationalen Konten. Da kam relativ schnell die Frage, ja Roland, geht das eigentlich auch in Deutschland? Wenn ich ein Konto in Deutschland habe, kann das Finanzamt da irgendwie drauf zugreifen? Ja, und lustigerweise nicht nur das Finanzamt an der Stelle. Wenn dich interessiert, wer alles Zugriff auf dein Konto hat, außer du, denn dein Konto ist nicht privat, dann bleib dran und herzlich willkommen hier zum neuesten Video von Steuermeckkopf auf YouTube. Ja. Es hat sich vor knapp 20 Jahren in Deutschland was massiv geändert, und zwar mit den Regularien, hier auch mit Blick darauf, wer eigentlich also Zugriff hat auf dein Konto. Das Konto kann grundsätzlich hier von der Finanzverwaltung eingesehen werden bis zu einem bestimmten Punkt. Das wurde 2003, also erlaubt 2005, beschlossen wurde es 2003 mit dem Gesetz zur Förderung der Steuerehrlichkeit. Hier das Hauptziel war natürlich Steuerhinterziehung vermeiden und sicherstellen, dass staatliche Leistungen korrekt vergeben werden. Und da merkt man schon so ein bisschen, okay, staatliche Leistungen korrekt vergeben werden, wer kann denn dann noch so zugreifen? Kommen wir gleich dazu, wird richtig spannend. Und hier ist es auch so, das Verfassungsgericht hat sich bereits mit dieser Regelung auseinandergesetzt und hat auch gesagt, hey Leute, das ist alles komplett zulässig. Also auch hier zu sagen, hey, wenn jemand zum Beispiel steuerliche Angaben macht, dann kann geprüft werden, ob die Daten auch wirklich korrekt sind. Hier auch mit Blick darauf Auslandskonten und so weiter, falls hier zum Beispiel auch Sparerpauschbeträge mehrfach ausgenutzt worden sind oder eben auch staatliche Leistungen in Anspruch genommen werden und man hier vielleicht bei der Vermögens-, ja, ganz einfach Angabe hier eine kleine Themen hatte. Und hier ist es so, dass in dem Zusammenhang seit April 2003 die BaFin, also die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, hier die zentrale Informationsgewalt hat. Denn es müssen ja alle Banken innerhalb Deutschlands, also auch die hier irgendwo in der EU operieren wollen, beziehungsweise in Deutschland operieren wollen, müssen das dann an die BaFin melden. Die gesetzliche Regelung ist relativ klar und andeutig, sondern wie gesagt, Anfragen zum Beispiel vom Bundeszentralamt für Steuern, also der übergeordneten Behörde über den Finanzämtern, gibt es seit 2005. Und den behördlichen Zugriff, ist ganz wichtig, hat nicht nur das Finanzamt vor Ort, sondern grundsätzlich hier auch natürlich jede andere Behörde. Wie zum Beispiel Finanzbehörden haben Zugriff, Gemeinden in manchen Fällen, dann Sozialdienststellen, dann Jobcenter, Gerichtsvollzieher, Staatsanwaltschaft und Zollbehörden. All diese Gruppierungen können in irgendeiner Form jetzt sagen, hey, beispielsweise Roland Elias, da wollen wir mal sehen, was der auf dem Konto so drauf hat. Dann können Sie das in bestimmten Situationen sehen. Grundsätzlich bekommen Sie aber nur ein paar Informationen. Also im Grundsatz gibt es hier nur zum Beispiel Name, Geburtsdatum, Anzahl und Nummern von den Konten und Depots, Datum der Einrichtung und Auflösung und Name der Kontobevollmächtigten. Also das sind so im Großen und Ganzen die Standardinformationen. Wichtig aber auch, hier müssen natürlich bestimmte Formalitäten und Voraussetzungen erfüllt sein, dass die jeweilige Behörde den Zugriff haben darf. Das heißt, nicht ohne Grund kann jetzt irgendein Finanzbeamter sagen, hey, ich will mal wissen, was der Roland Elias da für Konten hat. Das geht nicht. Das muss hier gesetzlich ganz einfach reglementiert werden. Wir kommen übrigens auch mal dazu, und da sage ich dir mal auch noch was zu dem Thema. Wir werden uns jetzt mal auseinandersetzen, welche Informationen überhaupt das Finanzamt auch von dir für Daten hat. Da werden wir auch mal uns ein bisschen damit befassen. Und es gibt aber hier grundsätzlich auf der ersten Ebene der Anfrage keine Informationen zu Kontoständen oder Umsätzen. Also das Finanzamt sagt, dass du jetzt, was weiß ich, letzte Woche bei Amazon was bestellt hast oder bei irgendeinem Online-Shop bestellt hast, das ist grundsätzlich nicht der Fall. Was aber durchaus natürlich hier der Fall ist, wie gesagt, das sind die Konten, der Kontenabruf, Depots und Ähnliches und die Kreditinstitute. Und wie gesagt, seit 2009 wurde das Ganze jetzt so weit verschärft, dass hier zum Beispiel notwendig für Besteuerungsverfahren muss nachgewiesen werden. Und hier werden Betroffene im Normalfall erst kontaktiert, bevor ein Abruf erfolgt. Aber es gibt auch hier ohne Wissen keine Ermittlungen. Das heißt, es muss vorher zum Beispiel erklärt werden, dann sagt bei Lohnleistungen oder Lohnersatzleistungen, die man bekommt, hier zum Beispiel Arbeitslosengeld und so weiter, dass man hier einfach zustimmt. Und das Finanzamt kann aber unter bestimmten Umständen hier doch auf mehrere Daten zugreifen. Und zwar dann Steuerfahndung, Betriebsprüfung oder bei Vermischung von privaten und betrieblichen Vorgängen. Dann kann eben auch auf das Privatkonto zugegriffen werden. Und deswegen ist einer der Gründe, warum ich immer wieder sage, Leute, macht bitte ein einzelnes Geschäftskonto oder für Vermietungsobjekte oder sonstiges einzelne Geschäftskonten. Denn das Finanzamt
hat keine gesetzliche Grundlage im Normalfall, auf euer Privatkonto zuzugreifen. Nur auf Geschäftskonten oder Konten, die für steuerlich relevante Themen vorhanden sind. Vermietung, Verpachtung, Kapitaleinkünfte, Gewerbebetrieb, Land- und Forstwirtschaft und so weiter und so fort. Das heißt im Normalfall auch ganz wichtig, dass ihr hier eure Einkünfte, also ich habe es zum Beispiel früher auch so gehabt, ein extra Gehaltskonto gehabt, wo das Gehalt reingegangen ist und dann ist der private Anteil weggegangen. Einfach deswegen, um das sauber zu trennen und da ist es natürlich so, dass das auch Kosten verursacht, aber so seid ihr auf der sicheren Seite. Dementsprechend immer ganz wichtig, separates Konto für jede Einkunftsart im besten Fall, Depot und alles sauber getrennt. Wichtig auch, und das ist ein Punkt, was viele nicht wissen, an der Stelle, das Finanzamt kann dir auch dein Konto sperren. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn du Umsatzsteuervoranmeldung nicht pünktlich abgibst, wiederholt nicht pünktlich abgibst, Steuererklärung wieder nicht pünktlich abgibst, Schätzungen vorliegen oder Steuerzahlungen nicht pünktlich geleistet. In all diesen Fällen kann das Finanzamt grundsätzlich hier auch dein Konto pfänden. Es kann das Konto an der Stelle hier nicht im Grunde Abbuchungen vornehmen oder sowas. Das kann nur der Kontoinhaber selbst oder mit Abstimmung mit der Bank kann man da sagen, hey, bitte überweisen wir den Betrag ans Finanzamt. Sondern das ist nur möglich in dem Fall, wenn hier wirklich alles, schon richtig krass unterwegs ist. Denn pfänden kann am Ende nur der Gerichtsvollzieher und bis es soweit ist, das dauert auch. Wichtig auch nochmal für alle, die es wissen wollen, das Ganze wurde ursprünglich auch von einer rot-grünen Regierung eingeführt. Das war eben damals, ich glaube, das war unter Gerhard Schröders Zeiten war das ja. Und es war, wie gesagt, das Gesetz zur Förderung der Steuerehrlichkeit und wie gesagt, alles bisher dann gesetzlich komplett reguliert. Also da muss man ganz ehrlich sagen, da haben die rot-grünen Regierungen damals schon etwas sehr tief reingegriffen. Und bedeutet an der Stelle, du solltest aufpassen, denn auch das Finanzamt weiß, wo du bei welcher deutschen Bank, also nicht nur bei der deutschen Bank, sondern auch bei Sparkassen, Commerzbank, sonstigen, Comdirect, deine Konten hast, die sind verpflichtet, das zu melden. Und deswegen auch hier ganz wichtig, lohnt es sich, mehrere Konten zu haben, eventuell auch so ein genanntes P-Konto, wenn du eh schon, sag ich mal, finanziell, angeschlagen bist. Wenn das P-Konto darf nicht gepfändet werden, da gibt es ja so höchstens 1.300 € Existenzminimum. Von daher gilt es da schon, sich darauf vorzubereiten. Und hier, wie gesagt, auch noch das wichtige Thema, das ist ein Thema, wo man sagt, okay, Konten im Ausland. Da wurde ich jetzt das letzte Mal, hat versucht, mir einer in der Kommentarspalte irgendwie was anzuhängen. Nein, es kann auch zu Kontopfändungen kommen, auch in anderen Sachverhalten. Denn auch die Staatsanwaltschaft kann Konten sperren lassen, wenn bestimmte Verfahren gegen dich laufen. Deswegen, hier ganz wichtig, auch wie gesagt, Auslandskonten. Der Hauptzweck davon ist nicht Steuerhinterziehung. Das muss man nochmal, das ist vielen immer so, wenn es heißt, ja, Schweizer Bankkonto, ein Konto in Österreich oder sonstiges. Nein, die Steuerhinterziehung hatte hier nie den Hauptgrund. Und warum ich das auch vielen Mandanten empfehle, also ein Konto im Ausland zu haben, wenn du dort alles sauber steuerlich deklarierst, Zinseinkünfte, Dividenden oder sonstiges, dann kann dir das Finanzamt nichts haben, aber gleichzeitig kann das Finanzamt natürlich auch nichts wegpfänden, denn in vielen, nicht-europäischen Ländern haben die einfach keine Handhabe und da wird eigentlich, in den meisten Fällen der Brief, wenn die Staatsanwaltschaft oder in dem Zusammenhang irgendwelche Banken, eine Anforderung bekommen, landen die meisten sogar im Briefkasten. Das heißt ja auch, wenn du politisch verfolgte Personen haben hier einen enormen Schutz.